Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 3 Let's Play Darkest Dungeon. Ich benutze hier die Elgato HD 60S zum Aufnehmen. Habe jetzt mal testweise die Aufnahmequalität um eine Stufe hochgestellt, also einen Strich, sind mehrere kleine Stufen. Bin da ja am Testen auch. Habe außerdem mal jetzt die Mikrofonaufnahme einen Tick lauter gemacht. Das war beim letzten Mal dann doch ein bisschen zu leise, glaube ich. Und wir haben jetzt schon ein paar Quests hinter uns. Stress Relief muss man mal schauen. Der eine geht ist was trinken. Ansonsten passt das, denke ich. Mal schauen, in welches Dungeon wir jetzt gehen. Wir haben den Grave Robber neu dabei. Könnte man gleich mal mitnehmen, aber vielleicht gehen wir auch erst einfach mal hier noch in... Wir hatten ja zuletzt noch mal Leute rekrutiert. Was gibt's hier für Items? Plus 10% Max HP, aber minus Dodge, das finde ich so geil. Was gibt's hier? Heavy Boots, Move Resist, 10 Protection, Speed runter. Das ist doch nicht schlecht. Das ist jetzt medium lang. Da müssen wir auf jeden Fall unsere Heilerin mitnehmen. Ja, und dann werden wir auch einen Plague-Typen mitnehmen müssen. Und eben unseren Kleptomanen, den Crusader, als Frontmann. Ja. Oder probieren wir mal das hier aus, mal was anderes. Was gibt's hier? Warrior's Cap. Plus Accuracy to Melee Skills, das ist eigentlich sehr positiv auch. Machen wir mal das. Da sehen wir auch was Neues. Wie rüsten wir uns aus? Auf jeden Fall mal genug Essen. Ja, das müsste reichen. Mehr geht auch nicht. Eine Chip. Von den Getränken haben wir jetzt eins. Bandagen nehmen wir eine mit, ist ja nur kurz. Einen Schlüssel, sicher, sicher. Und Fackeln nehmen wir wieder 16. Los. Wield. Also da war ich selbst auch noch gar nicht. Auch nicht auf der Vita. Auch hallo an alle, die hier jetzt vielleicht bei Twitch zuschauen. In dieser Folge. Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Oh. Let us burn out this evil. So ein bisschen friedhofsmäßig. Gehen nach unten. Rechts der Linie. Wealth beyond measure. Essen. Awarded to the brave and the fool. Wie gesagt, der Trick ist ja wohl eigentlich erst danach alles zu looten. Wenn man auch schon seine Ressourcen verrottet, da muss man ewig nochmal rumrennen, da habe ich auch nicht so den Bock. Dann lasse ich lieber mal was liegen. Stun, healen, war aber nett. Die ist halt leider hier eher so eine Nahkämpferin. Ich glaube, die muss ich mal noch so einen Fernkampf-Skill verpassen. Versuchen wir mal, den zu stunnen. Sehr gut. Bluten lassen. Stirbt er vielleicht sogar? Stirbt sogar garantiert. Stirbt vielleicht. Stirbt, jawohl. Wenn wir keinen Schaden nehmen jetzt. Sehr gut. Maintain the offensive. This expedition at least promises success. Was haben wir hier drin? Aha. Reingehen kann man da übrigens mit X oder nehme ich einfach nach oben drücken. Boah, die sehen ja schon eklig aus. Machen wir mal einen Screenshot. Ich glaube, nur Share-Button einmal. Hat geklappt, jawohl. Hier manchmal diesen Grapeshot-Schuss. Warum der jetzt allerdings zum Beispiel als erster dran ist, ist mir nicht ganz klar. Oh, Monsters with High Protection. Some monsters have high protection, which absorbs attack damage. Dots. Also Damage over time heißt es. Blight and Bleed ignore prot and are effective means to take down these highly armored opponents. Ah, ich habe ja zum Glück einen mit Blight auch dabei, dann hätte ich mit dem jetzt mal lieber auch Bleed gemacht. Wer ist denn da fies von denen?
33% Protection, ich habe nicht ganz so viel. Artillery. Das klingt unangenehm. Ich mach's jetzt mal einfach hier auf den hier. Jawohl. Hier einfach volle Lotte drauf, würde ich sagen. Den komme ich ja nicht. Oh, oh, oh. Was mit Protection? Die haben es in sich. Auf jeden Fall Damage over Time. Das heißt doch, der macht jetzt so eine Blutattacke. Oh, das bin ich, habe ich selber. Okay, auf jeden Fall heilen. Ja, leider nur 3. Ich würde sagen, erstmal darauf, dass wir den bluten lassen, vielleicht. Oder den versuchen wegzukriegen. Jawohl, Bleed. Jetzt gleich nochmal. Also, diese. Bleibschaden, der. Ah, dieses. Der stackt, glaube ich. So, und du bist jetzt weg. Confidence surges as the enemy crumbles. Weil allein durch den Blutungsschaden werde ich verschwunden. Oh, der haut rein. Critical Hit, das war natürlich super. Und gibt auch gleich Stressabbau. Und Critical Healing, super. Seht ihr, jetzt macht der 8 Schaden statt nur 4. Also wenn man da so 2 Plague-Typen hinten drin stehen hat und die Plague... Naja gut, dann hat man keinen Heiler, aber... Kurz gesagt, ist schon geil. Die Fackel machen wir mal direkt an. Und eine Truhe. Du machst die mal auf hier. Unlock Strongbox Investigate. Gold und so ein Steinchen. Okay. Wir gehen erstmal nach unten. Mal schauen, wie viele Räume wir nochmal. 100% der Room Battles. Ach, da die Falle war sogar gescoutet, glaube ich. Nix. Jetzt wieder hoch. Oh nein! Verdrückt. Und hoch. Und rechts. So. Essen bitte. Jawohl. Gleich mal hier eine Fackel an. Gold, sehr gut. Oh, der ist fies. Der ist richtig fies. Der beschwört nämlich Gegner. Da weiß ich nicht, ob ich den pack jetzt mit den Skills und so, die ich habe. Ich kann den nämlich nicht nach vorne ziehen. Das Gute ist, ich habe Blight. Wenn ich so viel Blight-Schaden mache, kann es klappen. Jetzt kann ich es noch nicht machen. Speed and Damage. Jawohl, doppelter Blight-Schaden, das ist schon mal gut. Wenn ich den jetzt noch stunnen könnte, das wäre ein guter Start. Jawohl. Vielleicht kriege ich ihn weg. Schön. Der beschwört nämlich so drei kleine fiese Dinger und der ist echt. Mal gucken, ob ich. 8, sehr, sehr gut. Und Bleed. Ich hätte jetzt schon 3-mal Bleed gekriegt. Critical. Super, zum 4. Mal Bleed. Ich denke, selbst wenn er jetzt dran käme, nimmt er vielleicht sogar so viel Bleed-Schaden, dass da. Ah, wie ist es? Jetzt wird er drankommen. 6 Bleed-Schaden immerhin. Und jetzt beschwört er und dann wird es unangenehm. Dem komme ich nicht an den hinten ran.
versuche einfach mal hier drauf zu hauen. Auf jeden Fall Blight. Okay, sehr gut. Und den kann ich jetzt auch anschießen. Muss ich auch auf jeden Fall. Kann sich auch heilen. Das hat reingehauen. Resist immerhin. Stun, den letzten kann ich nicht. Dann heile ich mich lieber selbst. 10, jawohl. Ach, da kommt schon der Lifesteal. 4 klaut er mir und kriegt aber 10. Das ist auch schon ärgerlich. Dann ist jetzt blutig. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Ist klar, dass ich auf den schießen muss. Oh, jetzt hat er es abgeblockt mit diesem Headstrong. Jetzt collected er, aber ich habe jetzt einen Blight. Das ist sehr schlecht. Die Dame muss ich jetzt hier mal bandagieren. Und heilen. Auf jeden Fall bleibt. Impressive. Immerhin, sehr gut. Ohne Crit ist das optimal. Und der ist weg, jawohl. Jetzt muss ich die aufräumen. Dann nehme ich jetzt aber nur den Schuss. 3 bis 5 mache ich. Dann ist der auf jeden Fall weg. Bald. Dodge, super. Wie viel Schaden mache ich? 4 bis 7, das reicht. Dann hat er 8 bis 16. Reicht nicht, okay. Jawohl. Auf jeden Fall heilen. Und Angriff. Oh. Success. Junior ist very rare. Plus 30% Healing Hell. Healing Skills. Plus Stress aber auch. Aber ganz ehrlich, das zieht, kriegt die gleich angezogen. Und zwar jetzt. Ich weiß noch nicht, was ich da ausziehe. Wie komme ich jetzt hier nach links? So. Plus Dodge, minus Move Resist. Das kriegt sie weg. Und da ist ja minus Stress. Okay, es gleicht sich also ein bisschen aus zumindest. Oh, ich wollte dir die Schuhe lieber ausziehen, bitte. So, genau. Und diese Dodge-Schuhe... Dann hier er. Okay, jetzt bin ich hier fast bald voll vom Inventar her. Und der nächste Room Battle. Ich muss hier kurz was. Mein Mikrofon hat sich abgesenkt. Okay. Schieße ich da jetzt auf alle? 8 hat der. Hm. Protection haben sie nicht. Ich greife den mal normal an. Der wird verbluten. Ah, Shit Resist. Mal ein Bild machen. Einer mit Blight. Die vermehren sich. Das ist natürlich 7 bis 14. Ich mache hier drauf. Okay. Gleich mal sehr motivierend. Heilen 3 bis 5 sagt es, aber jetzt, ich habe ja plus 30% Healing Skills. Jawohl, 6. Ja, plus 30%. Also dieser Schleim ist eklig.
dieser Grape-Ding geht nur hier hin. 3, 1, okay, die sind beide weg. Auf jeden Fall heilen, mal dich selber. Bleib. Sehr gut. Und jetzt weg. Executed with impunity. Fackel. Scouting, sehr gut. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Hier nach links. Jetzt gucken wir mal. Was ist das denn? Nature herself. Zum Glück haben wir die Schippe dabei. To the spreading corruption. Malformed with misintent. Essen bitte. Und da gucken wir jetzt mal rein. Investigate. Ah, jetzt die Chip weg ist. Wir investigaten trotzdem. Also doch lieber hier zwei Chippen mitnehmen. Nochmal Licht machen, falls jetzt ein Kampf kommt. Ja. Surprise sind sie, sehr gut. Noch mal ein Bild. Ich fürchte, sie werden eingeblendet, müssen auch. Für alles, ich muss es vielleicht mal deaktivieren. Dazzling Light, hier auf so einen fiesen vielleicht. Ich lasse den bleeden. Oh, der ist sogar weg, sehr gut. Und durch den Bleeding-Schaden hätte der auch eigentlich komplett weg sein müssen. Aber das ist mir recht. So kriegen beide Blight. Du haust jetzt voll hier drauf. Ah, jetzt zieht er vor oder nach hinten oder so. Hm. Stress. Ja, wieder zurück. Na toll. Gleich bleibt. Dann sind die auf jeden Fall, denke ich, beide 8 Schaden beim nächsten Zug jeweils weg. Heilen. Ja, dieses Item hat sich sehr gelohnt. Bis 3 Schaden macht, dann ist der hier auf jeden Fall weg. Mit dem gibt es ein bisschen Boni. Mach mal hier drauf. Ah, die 8 Schaden haben wir nicht. Doch, da. Sehr gut. Schilder, sehr gut. Ein bisschen Gold. Wir werden Licht brauchen, denke ich. Ja. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Ah, überrascht sind sie. Optimal liegt ja an unserer Fackel, wie viel wir da haben. Den Hund könnte ich jetzt leiten oder. Ich versuche den einen blieben zu lassen. Das mache ich auch. Aber leider resist. Das heißt aber für dich, du schießt so, dann ist der nämlich weg. Du versuchst den Hund zu stunnen. Jawohl. Und mein Ritter haut den Blatt. Und dann müsste ich es doch verlustfrei geschafft haben.
sogar ein bisschen Stress abgebaut. Schuss. Ja, nicht ganz verlustfrei. Also auf jeden Fall muss die Heilerin noch eine Fernkampfmöglichkeit bekommen. Gegen das Bluten kann ich jetzt, glaube ich, nichts mehr machen. Nur eine Bandage gekauft. Foolish horrors. Viel Gold. Low and driven into the mud. Ja, man wird schon aufhören zu bluten. The match is struck. A blazing star. Jetzt kommen auf jeden Fall Monster. Die haben wir vorhin schon mal geschafft und sie sind sogar überrascht. Sehr gut. Die haben sehr, sehr viel und ich muss die auf die ja wegen der hohen Protection versuchen zu bleeden. Sehr hoher Schaden. Und Blutung, sehr gut. Erstmal gebe ich den Plague, sonst kommen die hinten nicht ran. Scheit. Versucht es dann. Wie viel mache ich? 5 bis 11, dann blutet er, dann ist er weg. Ah, gerade mal 5. Ärgerlich. Oh, bleibt gekriegt jetzt. Weil der eine Typ kann es ja heilen. Ich mach den weg. Jetzt eigentlich heilen oder stunnen? Ich denke stunnen. Ja, jetzt hat er Blight. Den hau ich nicht weg, der wird nämlich jetzt bluten. Sieht man auch schön an diesem eingeblendeten Icon über der Healthbar. Dadurch, dass er verblutet ist, liegt da jetzt auch kein Korps rum. Auch du machst es hier, versuchst wieder Blutungsschaden zu machen, bitte. Na toll. Du heilst dich bitte. Dann musst du erstmal heilen. Also der Crusader nimmt jetzt schon ganz schön Schaden auch. Das wäre gut, wenn ich ihn jetzt heilen könnte. Dadurch, dass ich daneben geschlagen habe vorhin, wird der jetzt nicht fallen, leider. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Hier ist auf jeden Fall Battlefield Medicine. Ich habe auch Blight, sehr schlecht. Wie viel Schaden mache ich dem, wenn ich das mache? 2 bis 3 reicht. Auf jeden Fall heilen. Sogar 6, sehr gut. Ja, der Kampf ist auf jeden Fall gewonnen. Death waits for the slightest lapse in concentration. Blöder kritischer Treffer. Sieben sogar. Würde der fallen? 3 bis 4? Ja. Problem ist, der da hinten ist halt noch da. Hier gelacht mit diesem Pilzkram.
Stunnen oder heilen? Ich entscheide mich für heilen. Und bereue es hoffentlich nicht. Ich bereue es eher nicht. Sehr gut. Was jetzt ein bisschen schade ist, Quest Complete, wir remainen aber, dass ich jetzt nicht, mal kurz auf die Karte nochmal schauen. Geht ja schon noch weiter. Kommt nur noch kein Room Battle mehr. Dass ich nicht, wie viele Fackeln habe ich übrig noch? Ah ja, noch 11, also ich, oder 12, übertreib's mit den Fackeln so ein bisschen. Dass ich jetzt nicht diesen Heilzauber machen kann. Aber gut, ist spielmechanisch schon so gewollt. Es geht dann halt nur, wenn ich campe, sozusagen. Ach, interessant. Wenn ich jetzt hier, das habe ich jetzt, merke ich jetzt, als L2 drücke, kann ich mir für die einzelnen Helden die Modifier anzeigen lassen. Kann aber während ich es anzeigen lasse, nicht mehr durchschalten. Essen bitte. Schaffen. Der dürfte weg sein, jawohl. Du stunst mal den. Die Attacke voll gar nicht nötig gewesen, aber so nehme ich jetzt auch keinen weiteren Schaden, denke ich. Ja, ich heile mal einfach nur. Und wird jetzt ein bisschen Stress abgebaut. Sehr gut, Blutung. Und kritischer Schaden. Sehr gut. Aber gut, wir wissen ja, dass kein Monster jetzt mehr kommt, weil wir ja die Quest erfüllt haben. Okay, hier ist nichts mehr. Das heißt Touchpad. The agents of pestilence will yet be driven from our woods. Schöner Helm, muss ich nachher jemandem anziehen. Oh, ordentlich Gold. Also Collected Treasure. Heirlooms. Auch so einige, praktisch kein Stress geholt. Resolve Level Up. Heroes gain Resolve XP for each successful quest. Resolve XP in turn determines the hero's Resolve Level. Resolve Level represents the hero's veteranship and directly acts as stress resistance against the horrors encountered in the dungeon. A low Resolve hero that tries a higher level quest will quickly crumble under the unimaginable stress. Jetzt sind wir halt mal Level 2 mit einigen. Das ist ja eigentlich auch unsere Starttruppe. Und das Darkest Dungeon ist ja Level 6. Da muss man einiges noch an Dungeons machen. Thick Blood, Blight Resist, sehr gut. Oh, das ist nicht so gut. Lazy Eye, minus 5 Accuracy. Bei Range Skills, Warren's Adventure, minus 20% Stress in Warren's. Da muss man halt echt auch drauf achten. Und wenn dann die Helden... Curiosity, Interest and Obsession. Heldenauswahl größer ist, Sanatorium unlocked, das ist cool. Dann hat man ja auch zwei Heiler zum Beispiel. Dann ist der eine vielleicht hier besser, der eine da. Was könnten wir denn hier? Helion. Oh, mit so einer helle Bade. Frontkämpfer. Ganz eindeutig. So als Paladin-Ersatz. Und was ist das? Bounty Hunter? Ich nehme jetzt hier mal die Tussi, die Arme, diese riesige helle Bade, das gefällt mir. Barbaric Rage and Unrelenting Sanatorium ist halt jetzt neu. Treatment. The Sanatorium is most often used to remove negative quirks and treat diseases. But you can also use it to reinforce a positive quirk, which will lock it into place and prevent new positive quirks from displacing it.
You can lock a maximum of 3 positive quirks per hero. Aber das kostet halt hier schon echt. Wenn man jetzt hier mal guckt, beim Crusader, zum Beispiel, wenn ich hier Medical Ward, Treat Diseases. Oh, hier plus Stress hat der. Vertigo. Bleed Resist. Aber dafür ist dieses Clown weggegangen, scheinbar, weil es auch nur 3 maximal sind. Oh, dieser Stress ist natürlich schlecht. Wenn ich das wegmachen will, kostet es 750. Das geht eigentlich. Naja, vielleicht werde ich da ja was machen. Ob ich das mache und was ich mir vielleicht hier noch an Items und so weiter aufrüste beim Blacksmith.